Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckprost Alexander mit einem Troymer-Deck. Troymer, das Thema, was gerade die OCG-Meta dominiert, wo quasi jeder dieses Extra-Deck hier fast unverändert hat und im Main-Deck halt guckt, und wie kann ich das möglichst stabil rauskriegen. Jo, von daher werden wir wohl ein paar Leute nerven und schauen mal, wie es funktioniert. Endstrong. Na, fehlt noch ein bisschen was, aber von mir aus. So, wir würden gerne anfangen. Wir haben eine Scorpio. Die könnte man machen, würde ich mal sagen. Weil ich meine, was soll man sonst machen? Ja, klar. So, kurz gucken, wie liest sich Steam. Okay, das heißt, wir wollen die andere Scorpio abschmeißen. Ja, klar. Bitte nicht Ogern und Hallo Cobra. Brilliant Fusion. Ash. Nein? Nein, gut. So, dann schau mal, wie es weitergeht. Was können wir denn jetzt? Warte mal, was können wir jetzt an Link-Monstern bauen? Hier können wir jetzt nichts, was Wir nach haben die unten zeigt, Aromage bauen. Olle immer noch nicht drin. Okay, Richtig. Ja, dann dann Brilliant. Brilliant. Ich glaube mit Hier dem Damage natürlich. Juggler, weil den können wir später noch verbannen und dann den Trick Clown irgendwann mal discarden. Ja. Ja, wobei. Ja, aber Ja, die doch, Additional ja, Normals doch. haben wird jetzt für den Ja, Steam draufgehen. genau, ja. So. Dann aktivieren wir Dann können wir dich. den, dann können wir den, ja, den können wir einfach mal aktivieren, wir haben nichts Besseres zu tun. Und dann Dann normal können wir rennst mal du. den, genau, dann können wir den Steam normalen. So, und jetzt können wir das Linken anfangen. Needlefiber? Ja, klar. So, Effekt und Effekt. dann denken wir, haben keinen Summon Sorceress Target. Aber natürlich Wir wollen trotzdem aber, denke ich, All-Lion. trotz, ja, ich denke, wir wollen trotzdem den All-Lion haben. Ja, weil was sonst? Na, die Kombo kann man auch anders machen. So, jetzt haben wir den Steam-Token. Der liegt da gut. Ja, wo soll ich ihn sonst hinlegen? Hier wäre es gerade so im Weg gewesen. Ja, es ist letztlich egal. Wir legen ihn ja jetzt eh gleich weg. So, das heißt, wir wollen jetzt. Welchen wollen wir denn jetzt haben? Was du das jeweils haben wollten? Nee, ich glaube, wir wollen Nee. jetzt erstmal den Boy haben, der eine Normal Summon erlaubt. Also, der. Ja. So, mit den beiden dann. Aber dran denken, wir haben nicht ewig Zeit. Ach, So. verdammt. Ja, okay. Nochmal. Discard. Discard. Und ich muss ihn in die Zone normal, auf die er zeigt, ne? Ja. So, das heißt, ich muss den Trick klauen, dann in die Zone hier reinlegen. So, jetzt wollen wir erstmal den Orangenen. Ne, jetzt wollen wir, glaube ich, gleich den. Kriegen wir schon den Griffon hin? Ne, dafür müssen wir erst noch eins Nee. wiederholen. Irgendwas müssen wir vorher vom Grave wiederholen. Ja, den zum Beispiel, oder? Wie holt denn der sich? Tribute One Monster. Okay, das klappt schon mal nicht. Doch, weil dann lief der das Feld und dann kommt die Token. Ja. Genau, das heißt, dich tributen, dich holen, aktivieren, dahin und dann mit den vier Dann, den Griffon bauen. das müsste eigentlich funktionieren, ja. Ja. Du kannst die Griffon aber eigentlich auch mit Needlefiber bauen. Also mit den drei dann. Ja, weil den Needlefiber brauchen wir nicht mehr. So. Dann können wir daneben den. Dann müssen wir jetzt einen gucken, der von oben drauf. Ne, von oben haben wir keinen, der drauf zeigt. Dann wollen wir jetzt daneben Richtig. den Orangenen legen. Da Den neben dann. roten legen erstmal links. Links Den. daneben erstmal den Mit roten. den beiden. Genau mit den beiden. Dann haben wir mal einen Token. Und dann wollen wir noch den Orangenen bauen. Mit Grün und Token. So.
Guck mal kurz bitte in den Extra-Deck. Wie viel Zeit? Wollten wir noch irgendwas haben? Nee, passt schon. Dann sagen wir mal Go. Ja gut. Das sollte jetzt eigentlich relativ safe liegen. Also er darf keine Effekte aktivieren. Aber das darf er machen. Kann unsere Viecher alle nicht durch Kampf zerstören und nicht durch Karteneffekte. Oder so. Sehen wir ja gleich. Calling Monsters cannot be destroyed by battle. Special Summoned Monsters cannot activate their effects, except linked Monsters. Ja, und das Und your calling monsters cannot be da. destroyed by card effects. Okay. Das heißt, ja. Das heißt, Banishen klappt. Also er kann, also theoretisch, wenn er den Effekt aktivieren könnte. Wenn. Wenn, was er nicht kann. Aber wenn er es könnte, dann könnte er uns in unser Viech banishen. Der Hangar frisst sich jetzt bitte ein Oger. Genau jetzt. Also rein zahlentechnisch haben wir ja quasi unsere Hand aufs Feld gelegt. Plus eins. Aber die Brilliant Fusion ist nichts mehr wert. Gönnung. Also rein vom Kartenwert her haben wir ja mit 4 angefangen und 4 aufgehört, aber wir haben dafür 8 Linkmarker auf dem Feld. Muss man auch mal sehen. Ja, wir haben doch einen einigermaßen brauchbaren Lock aufgebaut. Und wir haben noch die Soul Charge auf der Hand. Ja, hat er auch eingesehen. Ja. Ja, Ja. Träume halt. Ich hätte an seiner Stelle aber ausgespielt. Obwohl, hat der Outzen da drüber zu kommen? Was kann er denn machen? Er ist jeder Targeten der harten Move, der nicht von einem gespecialten Monster kommt im Endeffekt. Nee, da kommt er nicht drüber. Er braucht einen Kaiju. Ja, stimmt, Kaiju. Kaiju klappt, aber Kaiju klappt immer. Und er kann sich auch keine Wall aufbauen. Ja, weil wie auch, er kann ja keine Effekte aktivieren von gespecialten Monstern. Naja, wir haben hier gerade nicht. Ja doch, wir ziehen irgendwann wieder Stuff, um noch ein bisschen mehr daneben zu legen. Ich habe mal Ja, angenommen, okay. er hätte sich jetzt ein ABC gebaut. Da hätte er zwar nichts machen können mit dem, aber der hätte genug Attack gehabt, dass wir an dem erstmal nicht vorbeigekommen wären. Dann hätten wir irgendwie, weil ich meine, wir können unsere Effekte ja auch nicht benutzen, weil wir nichts, auch nichts gekonnt. Why doch, wir können. Warte, F2 war extra dick, oder war das F1? Okay, das war F2. F3. F3. Was sagt denn das Unicorn? Weil das können wir ja holen mit Effekt. You can discard one target. Ja, okay. Das ist egal, was der geholt hätte, wir hätten es mit dem Unicorn weglegen können im nächsten Zug. Ja. Ja, gut. Wir hatten schon relativ Ja. viel. Gut. Ja. Und deswegen seht ihr, warum Träume so beliebt ist im OCG. So, da sind wir. Wir haben einen Garnet, zweimal Trickclown, einen Damage Juggler. Übrigens, Jongleur schreibt man mit EU, nicht mit Ö. Zweimal Mathematiker, dreimal Tengu, ein Steam, eine Iblis, ein Olayan. Dreimal Scorpio, eine Cobra, dreimal Lonefire, Glow Up, Spore, zweimal Ogre, dreimal Ash, Soul Charge, Monster Reborn, One for One, Foolish, Upstart, Designator zweimal, dreimal Brilliant, zweimal Twin Twister, Imperial Order und Solemn. Also, unabhängig davon, ob man sich jetzt mit Träumen aus oder nicht, sind so ein paar Sachen, die einem hier auf Anhieb auffallen. Punkt Nummer 1 ist das Summon Sorceress Target. Das fehlt. Das kann ein Rosenix sein, das kann auch ein Jet Synchron sein, aber irgendwas sollte davon rein, weil plus. Ja. Oder du spielst halt pure Pflanzen und dann brauchst du aber eben noch ein paar mehr Pflanzen. Aber da wir hier kein Dandelion haben oder so, ist das nicht so geil. Ansonsten, wenn man pur Pflanze spielt, muss natürlich, also heißt, das muss ja nicht mal bei nur Pflanze rein, aber es ist auf jeden Fall eine gute Karte, es ist übler Dorn. Ja, weil der macht for free zwei weitere Linkmarker. Ja, weil ich meine, das ist ein Viech, aus dem einfach zwei werden. Gut, und die 300 Schaden geschenkt, aber ja, auf einen Viech macht zwei, einfach so. Ja, wird man natürlich sehen, ob man das jetzt immer noch zockt. Also die OCG-Listen muss man ja dazu sagen, die hatten alle diese Amaryllis-FTK-Kombo, wo du 10 Pflanzen im Grave brauchst. Weil ich meine, das ist eine tote Karte im Extra-Deck für einen relativ soliden FDK, nimmt man doch gerne. Eine tote im Main, Main eine Deck. tote im Extra. Ja.
Und die Topologic Bomber extra halt, ja. Die Amaryllis im Main, Topologic Bomber extra. Fertig. Und das wird man jetzt sehen, nachdem die den Bann kassiert haben, wie sich die Listen da ändern. Ansonsten vor der Banliste hätte ich jetzt einfach gesagt, du pass auf, nimm dir so eine OCG Plant-Link-Liste und kopier die einfach, weil das ist, also wenn du das spielen möchtest, weil das ist ja ganz offensichtlich das, worauf es hinausläuft. Es ist ja hier nicht so, als wolltest du irgendwie deine eigene Idee an dem Deck oder deine eigene Tech-Karte ausprobieren oder so, sondern so wie das in der Mail klang, wolltest du ja wirklich einfach nur Troymare so stark wie möglich bauen. Und wenn das dein Ziel ist, dann geh nett decken. Also macht einfach Sinn. Ja, Net decken ist ja grundsätzlich nichts Verwerfliches. Ein Deck einfach nur 1 zu 1 zu kopieren, ohne sich Gedanken drüber zu machen und dann hirnlos mit dem Deck zu verkacken, das ist was Verwerfliches. Ja. Aber bevor man ein Deck ändern kann, muss man es halt, sollte man es halt, also macht es halt Sinn, es erstmal zu netdecken und dann zu testen und dann zu gucken, was gefällt einem nicht. Aber machen wir mal weiter. Ja, jetzt kann ich im Prinzip die ganzen Änderungen runterrattern, die halt im Plant Link zocken. Also die zocken halt, wie gesagt, deutlich mehr Pflanzen dann natürlich, weil du brauchst ja 10 im Grave für die Amaryllis FDK-Kombo. Wenn man die spielen will, Genau. dass man halt, ja. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist im Extra-Deck das Plant-Viech. Weil das ist fucking gut. Also genau, das Aromäschige, bzw. also Aroma Seraphi. Genau. Da, Jasmin. Die ist bis jetzt sehr gut, weil. Weil du die halt mit dem Skorpion der Kobra holen kannst. Ja, und die macht so ein bisschen Lone Fire. Dann, was sagt nochmal genau der Curious? Sagt der Kato oder sagt der Monster? Wer sagt das? Der Curious. Das habe Das ich nicht. Lightshornviech, Ach Mensch. so! Ich weiß, dass der Kurian heißt. Ich habe ja Dominion gemerkt. Curious. Der heißt Curious. Aber ich Steht merke den Namen. drauf. Aber ich merke doch nicht den Namen Kurius. Das ist für ein Scheiß Name. Karte. Ah, okay, dann ist. Okay, das erklärt doch die Imperial Order. Das ist eine lustige Combo tatsächlich. First Turn die Imperial Order auf den Grave zu legen und sie dann mit Griffon wieder zu setzen. Das ist in der Tat sehr lustig, wirklich. Aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Klar, gegen manche Decks kann das FTK sein, vor allem wenn du eben dann noch deine normale Troymare-Kombo davor legst und dann dahinter eine Order. Aber das Problem ist einfach, was bringt dir an dem Punkt die Order? Weil die Frage ist ja, welche Karten gibt es, also welche Spellcards gibt es, die dein normales Board outen? Aus Griffon, Rot, Orange und Griffon, Rot und Orange, ne? Ja, Ja. Griffon, Rot, Orange. Nee. Welcher war das nochmal, dass der sagt, deine Viecher können nicht gezielt werden? War das gelb? Oder war Griffon das noch? grün? Nee. Der nicht? War das grün? Ja. Ja, der. Grün. Okay. Also das heißt, die volle Wombo-Kombo sieht ja so aus, dass du Griffon, Rot, Gelb und Grün hast. Rot, Orange und Grün, sorry. Und dann gibt es kaum Spells, die damit klarkommen, weil deine Viecher können nicht mehr gezielt werden, können nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. Ich Hat da meine gerade sogar. jemand Spiral Sleeper gesagt? Egal. Und solange diese Kombo liegt, brauchst du auch keine Imperial Order, weil solange es keine Spells gibt, die deine Kombo outen, brauchst du auch nichts, um diese Spells aufzuhalten. Was nervig ist, ist ein Kaiju, aber dagegen kannst du nichts machen. Nee, gegen Kaiju kannst du höchstens eine Dingenzieher. Mask of Restrict. Ja. Das ist halt legit das einzige Mittel gegen Kaiju. Ja. Gut, ich will jetzt damit natürlich nicht sagen, dass du hier bitte eine Mask of Nein. Restrict Magic reinpacken sollst, aber ich würde mir, wenn du diese Combo spielst, wenn du den Curious drin lässt, würde ich mir legit überlegen, Mask of Restrict zu siden. Und zwar dann natürlich dreimal, damit du auch die Chance hast, die hart zu ziehen. Oder ich weiß nicht, ob du sie drei oder einmal spielen würdest, aber auf jeden Fall für diese Interaktion, dass du halt dem Gegner die Mask flippen kannst, bevor er dein Board Kaijun kann. Das mag jetzt unglaublich dämlich klingen, aber ich denke, ich würde das testen wollen. Ansonsten, wie gesagt, wäre der konservative Ansatz, den Curious rauszuschmeißen und einfach durch Jasmin zu ersetzen, weil Jasmin fucking gut ist. Brilliant Fusion kann man sich überlegen, die Additional Normal Summon brauchst du fast nicht, weil das tut dein Goblin auch. Ob du drei Normal Summons in einem Zug verwerten kannst, weiß ich nicht. Weil die Sache ist die, wie ließen sich der Goblin? Dann kriegst du eine zweite Normal Summon. Moment. Und wie liest sich der? Ja, weil die Sache ist die, wir haben vorhin Seraphnid und Goblin resolved und konnten nur zweimal normen. Ja,
weil die Effekte sich nicht stacken. Richtig. Von daher, lass den Seraph nieten, dann brauchst du auch den Garnet und den anderen Schmarrn dann nicht spielen und bleib beim Goblin. Weil der ist ja eh Teil deiner Combo. Und dann musst du halt auch gucken, dass du noch mehr Linkmarker rauskriegst, weil du willst halt, wenn es geht, wirklich die volle Wombo-Combo bestehend aus 10 Token quasi. Weil du brauchst ja insgesamt technisch gesehen 10 Token, damit Abfahrt ist. Ja, du brauchst 10 Linkmarker halt. Also 4 für den Griffon und für die anderen 3 jeweils 2 sind 10, ja. Ja. Und das musst du halt gucken, dass du das irgendwie gebastelt kriegst. Weil dann ist halt wirklich ziemlich hart komplett GG. Und deswegen gibt's hier mal für ein Deck, was gut ist, aber weit weg von deinem maximalen Potenzial, 12 Punkte, aber Plan Treumer kann sehr viel mehr als 12 kriegen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, schon. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.